Im Fall Gustl Mollat wird heute das Urteil am Regensburger Gericht gesprochen. Zum zweiten Mal im Grunde, denn angeklagt war Gustl Mollat vor 8 Jahren schon zum ersten Mal. Und damals lautete das Urteil nach einem verblüffend kurzen Prozess auf Schuldunfähigkeit. Und er kam für 7 Jahre in die geschlossene Psychiatrie. Irgendwann kamen dann an diesem Prozess und an diesem Urteil Zweifel auf. Und dieser Prozess wurde jetzt also neu aufgerollt. Nun könnte Gustl Mollat also ein Justizopfer sein. Und es gibt viele Menschen, die davon fest überzeugt sind. Sie wollen, dass das Bild von Gustl Mollat sauber bleibt. Seine Unterstützer demonstrieren seit Beginn des Prozesses vor mehr als einem Monat vor dem Landgericht in Regensburg. Dort kämpft Deutschlands wohl bekanntester Ex-Psychiatrie-Patient um Gerechtigkeit. Wenn die Wahrheit dementsprechend aufgedeckt wird, dann muss es einen glatten Freispruch geben. Vor 13 Jahren beginnt der Ehestreit. Gustl Mollat wird vorgeworfen, seine Frau geschlagen, gebissen und gewürgt zu haben. Zudem soll er Autoreifen von Widersachern zerstochen haben, zum Beispiel bei einem Gerichtsvollzieher. Auslöser des Streits? Geldgeschäfte seiner Frau. Sie war damals Bankberaterin bei der Hypovereinsbank und half ihren Kunden dabei, Vermögen in die Schweiz zu schaffen. 2006 stand Gustl Mollat deswegen schon einmal vor Gericht. Er wurde damals freigesprochen, kam aber in die Psychiatrie, weil die Richter ihn gefährlich für die Allgemeinheit hielten. Erst 7 Jahre später die Freiheit. Begründung: Das alte Urteil war fehlerhaft. Der erste Prozess 2006 dauerte gerade mal 4 Stunden. Nun hat sich das Gericht einen Monat dafür Zeit genommen. Gustl Mollat bleibt dabei. Es war eine Verschwörung seiner Ex-Frau, um ihre Geldgeschäfte zu vertuschen. Der Staatsanwalt sieht das aber anders. Der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft geht aufgrund seiner bisherigen Ausführungen nicht von einem Komplott aus, sondern hält die Aussagen der Nebenklägerin im Kernbereich für glaubhaft. Mollat bestreitet, seine Frau geschlagen und Reifen zerstochen zu haben. Die vorgeworfenen Taten habe ich nicht begangen. Es lag, liegt und wird auch nie eine psychische Krankheit oder Störung bei mir vorliegen. Mollat hofft heute auf einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Doch das Regensburger Gericht kann ihn durchaus auch noch schuldig sprechen. Egal wie das Urteil heute Mittag ausfällt, Mollat bleibt ein freier Mann. Denn im Wiederaufnahmeverfahren darf er nicht schlechter gestellt werden als zuvor. Der Fall Mollat ist riesengroß. Journalisten, Zuschauer, Unterstützer. Eine Stunde vor Urteilsverkündung wollen alle wissen, was Gustl Mollat vom Gericht erwartet. Ich habe gekämpft um einen Freispruch sogenannter erster Klasse mit bester Begründung. Das heißt, erwiesene Unschuld. Ich hoffe und wünsche, dass das in dieser Richtung vom Gericht so ausgesprochen wird. Mollat ist, wie schon 2006, angeklagt, seine Frau geschlagen, getreten und gewürgt zu haben. Außerdem soll er die Reifen an den Autos seiner Widersacher zerstochen haben. Mollat hat vor Gericht betont, er sei unschuldig. Er sieht sich als Opfer eines Komplotts. Dahinter stecke seine Ex-Frau. Sie, eine Bankerin, hätte ihn in der Psychiatrie beiseite schaffen wollen, weil er ihre illegalen Geldgeschäfte öffentlich anprangerte. Doch das Gericht in Regensburg sieht das anders. Es spricht Gustl Mollat zwar frei, dennoch glaubt die Kammer, dass Mollat seine Frau im August 2001 misshandelt hat. Im Fall der gefährlichen Körperverletzung geht das Gericht davon aus, dass der Angeklagte überführt werden konnte, die Tat aber nicht ausschließbar im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. Bei den übrigen Tatvorwürfen sieht das Gericht keinen gesicherten Tatnachweis. Die Reifenstechereien also sind Mollat nicht nachzuweisen. 15 Verhandlungstage lang hatte die Kammer über 40 Zeugen gehört, um die Vorfälle zu rekonstruieren. Die Beweisaufnahme war äußerst komplex. Und die Beweisführung war vor allem deswegen schwierig, weil der Zeitabstand zu den fraglichen Ereignissen sehr groß ist. Das hat sich negativ auf das Erinnerungsvermögen vieler Zeugen ausgewirkt. Und darüber hinaus fehlten auch einige Sachbeweise, die im Ausgangsverfahren noch vorhanden waren. Heute dann der Freispruch. Im Gerichtssaal zeigt Mollat keine Reaktion. Starr schaut er in den Raum. Eine volle Rehabilitierung, wie von ihm gewünscht, sieht anders aus. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie ich es schon erleben musste, aber in dem Bereich dieser Tätlichkeiten gegenüber meiner Frau ist es nicht hinnehmbar. Und deswegen muss ich mich darum bemühen, ob es Möglichkeiten gibt, gegen den Bereich des Urteils vorgehen zu können.
Eine Revision aber kann es bei diesem Freispruch nicht geben, so Rechtsexperten. Eines aber hat das Gericht heute schon angeordnet: Gustl Mollat muss entschädigt werden, denn er saß mehr als 7 Jahre lang zu Unrecht in der forensischen Psychiatrie. Hat das Landgericht verhandelt, hat die Vorwürfe gegen Gustl Mollat akribisch aufgearbeitet. Jahrelang saß er in der geschlossenen Psychiatrie, jetzt will er seine Unschuld beweisen. Es wurde über mich behauptet, Straftaten verschiedenster Art, die müssen widerlegt werden. Dann geht es darum, ich wurde diskreditiert als angeblich Wahnsinniger mit Gefahr für die Allgemeinheit, sei es in der Vergangenheit oder wann auch immer, das gilt es zu widerlegen. Seine Ex-Frau hatte ihn 2002 angezeigt, weil ihr Mann sie geschlagen, gewürgt und eingesperrt haben soll. Mollat dagegen bezichtigt seine Ex, sie habe die Straftaten erfunden, um ihn kostengünstig zu entfernen. Denn er hatte seine Frau damals beschuldigt, in dubiose Geschäfte der Hypovereinsbank in der Schweiz verwickelt zu sein. Inzwischen steht fest, dass es solche Geschäfte gegeben hat. Damals aber attestierten Gutachter ihm Wahnvorstellungen. Mollat musste in die Psychiatrie. Der Staatsanwalt aber glaubt nicht an einen Komplott, ist überzeugt, dass Mollat seine Ex-Frau misshandelt und Autoreifen zerstochen hat. Der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft ist in seinem Plädoyer davon ausgegangen, dass der Angeklagte in sämtlichen Anklagepunkten mit Ausnahme zweier Sachbeschädigungsdelikte zu überführen ist. Er hat deswegen beantragt, den Angeklagten einer gefährlichen Körperverletzung, einer Freiheitsberaubung und einer Sachbeschädigung in 7 Fällen schuldig zu sprechen. Dennoch fordert der Staatsanwalt einen Freispruch, weil Mollat im Wiederaufnahmeverfahren nicht schlechter wegkommen darf als im ersten Prozess. Dort wurde er freigesprochen, musste aber in die Psychiatrie. Die offensichtlich schlechteste Qualität eines Freispruches in Deutschland habe ich genossen. 7,5 Jahre in angeblichen Krankenhäusern. Mehr oder weniger immer wieder die reine Hölle. Ein Gutachter kam im aktuellen Prozess zu dem Schluss, Mollat sei zwar penetrant, rigide und misstrauisch, aber nicht psychisch krank. Auch die Staatsanwaltschaft plädierte jetzt dafür, dass Mollat nicht wieder zurück in die Psychiatrie muss. Ja, und vor wenigen Augenblicken ist das Urteil gesprochen worden. Unser ZDF-Rechtsexperte Joachim Pohl weiß welches. Schönen guten Morgen nach Mainz. Was hat denn die Richterin jetzt im Fall Mollat entschieden? Also der Fall Mollat hat ja eigentlich 2 Komponenten. Das sind zum einen die Taten, die man ihm vorwirft. Er soll ja damals seine Frau misshandelt haben und auch eingesperrt haben. Er soll Autoreifen zerstochen haben. Hier hat das Gericht heute festgestellt, es ist überzeugt davon, dass Mollat damals seine Frau zumindest misshandelt hat. In den anderen Anklagepunkten sagt das Gericht hier, im Zweifel für den Angeklagten ist er frei zu sprechen. Aber wir haben es im Film eben schon gehört, da Mollat jetzt insgesamt freigesprochen werden muss, weil er ja schon im ersten Verfahren freigesprochen war, konnte da nichts anderes rauskommen. Aber eins hat für Mollat nicht geklappt, er hat keinen Freispruch ohne Wenn und Aber gekriegt. Das war eins seiner Ziele gewesen. Und die 2. Komponente im Fall Mollat, das ist die psychiatrische Unterbringung seiner Zeit. Hier ist er voll rehabilitiert worden. Hier hat das Gericht gesagt, das war damals Unrecht. Ja, wenn das Gericht aber jetzt zum Urteil gekommen ist, Mollat habe die Taten begangen, also Frau misshandelt, Reifen zerstochen. Wie geht's denn jetzt weiter? Muss seine Schuldfähigkeit dann nochmal überprüft werden? Was sind da die nächsten Schritte? Nein, da hat das Gericht eindeutig gesagt, Mollat war nie gefährlich, ist auch heute nicht gefährlich. Er ist insofern freigesprochen, er muss in keinen Knast und er muss auch in keine Klinik mehr. Und weil er eben seinerzeit zu Unrecht in der Psychiatrie saß, steht Mollat eine Entschädigung zu. Das sind 25 Euro für jeden Tag, den er eingesessen hat. Bei 7,5 Jahren sind das hochgerechnet etwa 50 bis 60.000 Euro, die ihm jetzt aus der Staatskasse zustehen. Und Mollat wird sicher noch weiter kämpfen, auch wenn er mit diesem Ergebnis insgesamt persönlich nicht zufrieden ist. Denn er wollte ja die Missstände bei der Unterbringung von Straftätern eben anprangern. Und das wird er auch weiter tun. Bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber jetzt auch reagiert und die Versprechungen einhält, die gesetzlichen Vorgaben dafür, nämlich die Unterbringung in Psychiatrien, auch entsprechend zu überarbeiten. Ja, alles schon ein bisschen tricky. Was ist denn jetzt eigentlich das noch kurz zum Schluss mit den Vorwürfen gegen Mollats Ex-Ehefrau? Muss die jetzt nicht auch noch mal in ein Strafverfahren gehen? Ja, Mollat hat ja schon verschiedenste Strafanzeigen gegen alle möglichen Beteiligten damals gestellt. Das ist bisher alles ins Leere gegangen. Und das ist sicherlich noch nicht ganz abgeschlossen. Hier muss man sehen, ob die Anklagebehörde, ob die Staatsanwaltschaft noch in irgendeiner Form noch mal einsteigt. Mollat wünscht sich das natürlich, aber das war nicht Gegenstand dieses Verfahrens.
Der Fall Moller. Danke, Joachim Pohl, für den Moment. Wir schalten jetzt zu unserem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam. Es ist, wir haben es gerade gesehen, für Mollert ein Freispruch, ja, mit Makel. Was heißt das jetzt für ihn? Na, ganz streng juristisch ist Freispruch Freispruch. Aber die Begründung, die wird ihm nicht passen. So ein Urteil kommt folgendermaßen zustande. Es muss eine objektive Seite geben. Und da sagt das Gericht, ja, aus unserer Sicht hat er diese Misshandlung begangen. Und man braucht die innere Seite subjektiv. Und da sagt das Gericht, möglicherweise war er schuldunfähig. Und nur deswegen gibt es diesen Freispruch. Und deswegen kann er es auch nicht mit der Revision angreifen. Das Ergebnis ist ja Freispruch, das belastet ihn rechtlich nicht. Und man kann keine Revision einlegen, nur mit der Begründung. Die Begründung des Urteils, die passt mir aber nicht. Aber in Sachen Einweisung in die Psychiatrie ist er nun völlig rehabilitiert, oder? Da ist er rehabilitiert und das ist auch die grundsätzliche Bedeutung dieses gesamten Falles, dass diese Unterbringung in der Psychiatrie von möglichen Straftätern wirklich nochmal sehr kritisch beleuchtet wurde, dass man geguckt hat, sowohl die erste Anordnung als auch die Verlängerung, da dürfen es sich die Gerichte einfach nicht zu leicht machen. Das ist also die Botschaft, die auch noch nachwirken wird. Danke für diese Einschätzung, Frank Bräutigam. 7 Jahre lang wurde Gustl Mollert in der Psychiatrie festgehalten. Zu Unrecht, wie das Landgericht Regensburg am Morgen urteilte. Und dafür muss er entschädigt werden. Obwohl Mollert laut Gericht schuldig ist, seine Ex-Frau misshandelt zu haben, wurde er freigesprochen. Denn in einem Wiederaufnahmeverfahren darf ein Angeklagter nicht schlechter gestellt werden als im ersten Prozess. Einen Freispruch ohne Wenn und Aber hatte sich Gustl Mollert gewünscht. Den hat er nicht bekommen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Mollert seine Frau gebissen, geschlagen und bis zur annähernden Bewusstlosigkeit gewürgt hat. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er dies im Zustand einer wahnhaften Störung getan habe, so die Richterin, und deshalb schuldunfähig war. Ein enttäuschter Gustl Mollert nach der Urteilsverkündung. Ja, was soll man sagen? Da werden natürlich Vorwürfe im Urteil bestätigt, die so nicht stattgefunden haben. Für mich besteht jetzt natürlich die Schwierigkeit, ob es da eine Möglichkeit theoretisch überhaupt gäbe, eine Revision gegen das Urteil einzulegen. Gustl Mollert hatte stets beteuert, die Vorwürfe der schweren Körperverletzung seien Teil eines Komplotts. Seine Frau habe ihn aus dem Weg räumen wollen. Rückblick. Vor 14 Jahren zeigte Mollert seine Frau wegen Steuerhinterziehung an. Sie soll für die Hypo-Vereinsbank Geld in die Schweiz verschoben haben. Daraufhin wurden Mollert Wahnvorstellungen attestiert und er wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Ein Komplott, das Gustl Mollert seiner Frau vorgeworfen hatte, sah das Gericht nicht. Das Gericht hat die Verschwörungstheorien des Angeklagten als zu wenig greifbar beurteilt, um zu seinen Gunsten von vernünftigen Zweifeln an der Tatbegehung ausgehen zu können. Für die 7 Jahre, die Gustl Mollert in der Psychiatrie verbracht hat, steht ihm laut Urteil nun eine Entschädigung. Vor einer Viertelstunde wurde die Verhandlung hier vor dem Landgericht Regensburg beendet. Bei uns ist Gustl Mollert. Herr Mollert, wie bewerten Sie das Urteil? Ja gut, das ist in der Richtung im weitesten Sinn, wie ich es befürchten musste natürlich. Das hat sich für mich schon frühzeitig angebahnt, dass das in so eine Richtung sehr wahrscheinlich rausgeht und gestaltet wird. Es ist für mich natürlich sehr misslich, dass die Beweis- und Zeugenvorschläge von meiner Seite vom Tisch gefegt wurden. Sie haben ja viele Jahre für dieses Verfahren gekämpft. Heute sollte der große Tag sein. Die Richterin hat festgestellt und hat erklärt, Sie hätten die Taten begangen. Sie haben ja immer wieder betont, das wäre nicht so gewesen. Wie schlimm war die Situation für Sie vor Gericht? Ja, das ist natürlich unerträglich. Und da muss man sich natürlich darum kümmern, ob es Möglichkeiten gibt, gegen so ein falsches Urteil vorzugehen. Und ob es die überhaupt gibt, ob das so wasserdicht gestaltet ist, dass man da gar keine Revisionsmöglichkeiten hat oder was auch immer, das muss man erst einmal genau überprüfen und dazu braucht man Fachleute. Ihr Verhältnis zu Gerhard Strate, zu Ihrem Verteidiger, hat ja sehr gelitten während dieses Verfahrens. Wird er Sie weiter begleiten? Haben Sie mit ihm darüber schon gesprochen? Ja, für ihn ist das natürlich auch ein Riesenberg gewesen. Man muss ja beachten, dass er schon im letzten Jahr unheimliche Leistungen vollbracht hat, die wirklich im Bereich der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen in Deutschland seines und ihresgleichen suchen. Und es ist durchaus verständlich, dass er jetzt irgendwie auch einmal Luft braucht. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt da zerstritten wären, das sind wir nicht. Man muss jetzt einfach einmal sehen, er gibt mir dazu auch Hinweise, ob es da Möglichkeiten gibt für Revision oder was auch immer.
Sie wollten die Genugtuung, sie wollten die Rehabilitierung. Das alles steht jetzt eigentlich so nicht im Raum. War es dann doch der falsche Weg, den Sie eingeschlagen haben? Nein, mir ist ja der Weg letztendlich nicht anders ermöglicht worden. Die einzige Alternative, die ich hatte, wäre gewesen, in solchen Anstalten weiterhin zu versauern und dieser Willkür ausgeliefert zu bleiben. Und die wäre mit Sicherheit bis zu meinem Lebensende hätte die so stattgefunden, innerhalb dieser Anstalten. Es war die einzige Alternative, versuchen vorzugehen und diesen Weg zu beschreiten, um überhaupt einmal wieder eine nennenswerte Freiheit genießen zu dürfen. Egal wie dieser Freispruch begründet ist, es bleibt ein Freispruch. Sie verlassen das Gericht als freier Mann hier heute. Was werden Sie weiter tun? Wie gestalten Sie Ihr Leben in Freiheit? Ja, wie gesagt, ich habe mich schon dauernd darum bemüht, dass man eine Lebensgrundlage sich wieder schaffen kann. Das heißt Beruf und dazu dann das nächste eigene Wohnung, Hausrat, was man so alles braucht. Und das wird jetzt alles realisiert. Konkret für heute welche Pläne? Ja, heute gibt es eine Entlassung im BKH Taufkirchen. Das ist auch so eine forensische Psychiatrie, wo eine Frau, eine Dame, viele Jahre lang wegen einer absoluten Kleinigkeit in so einem sogenannten Krankenhaus gehalten wurde. Und ich bin dazu eingeladen und möchte da gerne hingehen. Der Kampf gegen die Justiz, der Kampf gegen die Psychiatrien geht also weiter für Sie? Ja, wenn man das so sehen will als Kampf. Das Wichtige wäre, wenn Bürger die wichtigen Dinge, die in ihrem Namen, in ihrem Land geschehen, wüssten. Und wenn die dann sich Gedanken machen, ob die diese Dinge so haben wollen. Das wäre mein Anliegen, das würde ich für vernünftig und gerecht halten, dass der Bürger, der Souverän, der Wähler, die Wählerin auch Bescheid weiß, was in ihrem Land geschieht, noch dazu in ihrem Namen. Vielen Dank. Danke Ihnen.